Der Beauty Business Podcast. Wir zeigen Kosmetikstudios, Beauty-Instituten und Schönheitspraxen, wie sie mit der richtigen Strategie ihr Business auf ein neues Level heben. Die Beauty-Experten. Herzlich willkommen. Wir sind Maria Strehl und Anna Franziska Müller-Hoffmann. Die Zeit ist jetzt, um deine Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Beauty-Experten. Ja, und wir hatten letzte Woche einen Gruppen-Live-Call mit unseren Kunden und zum Thema auch Geschäftsführertraining. Aber ihr wisst ja, wir unterstützen Beauty-Institute, Schönheitspraxen, Kosmetikstudios bei der erfolgreichen Business-Optimierung. Dazu gehört es natürlich auch, Geschäftsführer zu stärken. Und da ging es eben um diese Persönlichkeitstypen bei Mitarbeitern. Das hat uns besonders inspiriert, jetzt hier auch zu diesem Thema Mitarbeiter finden, Mitarbeiterführung mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Na, Maria, die ist eben hier auch on board. Ja, ich bin auch da. Genau, heute reden wir wirklich mal über ein Thema, gerade was die Personalführung angeht, gerade was auch die Mitarbeitersuche angeht. Mhm. Denn wir bemerken gerade sehr, sehr akut, dass viele in der Beauty-Branche Mitarbeiter suchen, dass viele zum Teil auch Werbeanzeigen schalten. Ja. Also es ist wirklich gerade ein sehr präsentes Thema, ne? Ja, Personal zu finden. Absolut. Das richtige Personal absolut. Zu finden. Also man sucht ja, man sieht es ja auch überall, ja, die Verzweiflung ist groß. Ich meine, gerade nach dem sogenannten Lockdown, nach Corona, haben viele eben vermehrte Kundenanfragen und möchten natürlich jetzt hier einfach auch sich selber so ein bisschen die Entlastung verschaffen. Und ja, das Ding ist natürlich das, dann wird natürlich gesucht. Das heißt, es wird, wie Maria schon gesagt, Werbeanzeigen geschaltet, es werden Annoncen aufgegeben, es wird in Gruppen gepostet und versucht irgendwie, ja, sich da so ein bisschen Gehör zu verschaffen, sein Gesuche irgendwie in den Mann zu bringen, an die richtigen Mitarbeiter, an die richtigen Arbeitssuchenden. Und ja, es ist bei den meisten tatsächlich so, dass sie nach einiger Zeit relativ frustriert sind. Warum ist das so? Weil man natürlich einmal sich entweder sehr wenig Leute auf diese Annoncen meldet, zum Beispiel auch in Kosmetikgruppen. Ja, man bekommt da gar kein Feedback, es bewirbt sich irgendwie gar keiner oder eben auch nicht die richtigen. Und häufig ist es auch so, dass man eben schon mit Mitarbeitern, viele eben auch, wie auch unsere Kunden, auch schon schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitern gemacht haben. Deswegen man natürlich da jetzt etwas zögerlicher ist. Das heißt zum Beispiel, dass geklaut worden ist, dass sie einfach Ansprüche gestellt haben, ich kann an den Tagen nicht auf einmal oder wollten Tätigkeiten nicht mehr machen oder wollten einfach mit, zum Beispiel mit Männern nicht mehr arbeiten, oder arbeiten einfach nur noch ab, also nur gar nicht mehr die Motivation dabei, sind relativ schnell unmotiviert, verkaufen schlecht, wollen sich da eben auch nicht belehren lassen, sind unordentlich, sind unzuverlässig, kommen einfach nicht zur Arbeit oder kommen zu spät. Lügen ist auch ganz ein großes Thema und das eben, man macht sich selber selbstständig und klaut dann letztendlich die Kunden, das haben wir auch schon ganz oft gehört, dass einfach Angestellte bei dir halt Wissen schnorren, sich so ein bisschen was abschauen und einfach sich selber selbstständig machen, drei Straßen weiter und deine Kunden einfach mitnehmen oder zum Beispiel auch sehr häufig halt krank sind oder krank machen, wenn du ihnen halt den Urlaub oder die freie Zeit nicht genehmigen möchtest. Ja, und dadurch denken natürlich auch viele Inhaberinnen von Schönheitsinstituten, Kosmetikpraxen und so weiter. Ja, also irgendwie dieses Personalthema, nee, das habe ich abgehakt, das ist irgendwie nicht so mein Ding, weil ich habe den Eindruck irgendwie, es gibt kein gutes Personal. Die sind alle so. Die sind alle so und ich habe mich ja auch mit anderen ausgetauscht. Also das ist wirklich so, das ist die Realität und es ist einfach schwierig. So denken halt viele. Ja, wobei man auch dazu nochmal sagen muss, die meisten ziehen mit ihren Jobanzeigen die falschen Leute an. Das heißt, man streut am falschen Ort, auf den falschen Plattformen, auf den falschen Medien. Ja, die Jobanzeigen sind leider so, dass die halt keinen hinterm Ofen hervorlocken. Sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten schreiben da halt schnell irgendwie hin, wen sie brauchen, was derjenige können muss und das war's und dann let's go. Und dann wird das irgendwie reingepostet. Aber mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen sind die Jobanzeigen erstmal nicht angepasst
auf diejenigen, die sie oft erreichen wollen. Super schlechte Außenwirkung, super schlecht gemacht. Das sind halt nicht mal die nötigsten Informationen. Und man bietet den Leuten halt auch nichts. Also wer, der was auf sich hält, der professionell ist, der Berufserfahrung hat, sollte bei so einer Jobanzeige sich bewerben. Das kann ja nicht sein. Da würde ich mich ja nicht mal selber drauf bewerben. Mhm. Das muss ich auch mal stellen, die Frage. Würde ich mich selber auf meine eigene Jobanzeige bewerben, wenn die so aussehen würde? Und gerade natürlich diese Jobanzeigen ziehen natürlich vermehrt Leute an, die nicht qualifiziert sind, die von der Moral, vom Verstand her halt nicht ganz helle sind. Also nichts da, dass es irgendwie qualifizierte Fachkräfte sind, die man dort anzieht. Und so werden dann eben oft auch ungeeignete Personen eingestellt. Ja. Weil es gibt ja nichts, ne? Es gibt ja nichts. Also nämlich das, was kommt. Also nämlich das, was kommt, die sind ja halbwegs in Ordnung und ich brauche ja jemanden, ich muss ja entlastet werden. Mhm. Und das Problem ist natürlich dann bei diesen Leuten, dass die nach Sympathie eingestellt werden und dass diese sogenannten Nieten, ja, also diese sogenannten nicht geeigneten Kräfte sich natürlich auch super gut verkaufen können. Das heißt nicht, dass die doof sind, sondern die erzählen natürlich das Blaue vom Himmel, ich mach das, ich kann das, ich bin super motiviert, sind super freundlich, super nett und du verstehst dich mit der Person auch super im Vorstellungsgespräch und dann werden die halt so genannt einfach eingestellt und man wundert sich nach einiger Zeit, warum diese Nettigkeit, diese Motivation, die anfänglich eben da war, einfach nachlässt. Ja? Ja. Und so kommt es auch dazu, dass dann eben häufig auch schlechte Erfahrungen gemacht werden, weil man eben keine Erfahrung in der Mitarbeiterführung hat und auch nicht so wirklich weiß, worauf man achten muss, wenn man jetzt eine Jobanzeige schreibt, bis hin zum Vorstellungsgespräch, bis hin zur Mitarbeiterführung, wenn der Mitarbeiter jetzt bei einem da ist. Und es wird eben sehr oft auch nach Gefühl gemacht. So, ja, Mensch, ist sympathisch, hat sich gut verkauft, ne? Erinnert mich irgendwie an meine alte Freundin Hilde. Mensch, die war auch sympathisch, dann nehme ich die auch, weil die eben auch ähnlich sympathisch rüberkommt. Und das führt eben dann zu diesen sogenannten schlechten Erfahrungen und man denkt, alle sind so. Also alle, die sich irgendwie bei einem bewerben oder alle Leute, die auf dem Markt sind oder nur, bei einem bewerben sich nur die, die irgendwie unqualifiziert sind oder es gibt eben nur unqualifizierte Kräfte auf dem Markt. Aber so ist es ja gar nicht, ne? Nee, so ist es nicht. Das ist halt einfach nur, weil du wirklich eher nach Sympathie halt gehst, weil du halt einfach denkst, okay, ach, das passt ganz gut zu mir, irgendwie zu meinen Charaktereigenschaften, ja, und Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind, auf die es wirklich ankommt, die werden so ein bisschen hinten fallen gelassen, weil ja, derjenige ist ja sympathisch, ne? Und man muss einfach sagen, viele Menschen können sich einfach verstellen. Mhm. Gerade natürlich auch, du kannst ja auch nicht in die Köpfe reingucken von den Leuten, ne? Mhm. Und deswegen gerade, was die richtige Mitarbeitersuche angeht, das ist halt einfach, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, da sind die meisten einfach gar nicht drauf, drauf geschult oder gar nicht, die wissen gar nicht, okay, was kann ich überhaupt für Fragen stellen? Da fängt es nämlich zum Beispiel auch an im Vorstellungsgespräch, da werden die falschen Fragen gestellt, teilweise werden sogar Fragen gestellt, die man vom Deutsch in Deutschland nicht stellen darf. Ja, es gibt einige Fragen natürlich im Vorstellungsgespräch, die absolut tabu sind, die auch rechtlich übrigens belangt werden können. Ja. Also das merken wir immer wieder, dass viele das einfach stellen und sich das gar nicht bewusst sind, dass sie gar keinen richtigen Ablauf haben, wie sie Fragen stellen, dass sie gar nicht richtig qualifizieren. Ja, dass sie schon im Lebenslauf Lücken nicht erkennen oder auch fehlerhafte Bewertungen nicht erkennen oder auch zwischen den Zeilen nicht lesen können, weil sie einfach schlichtweg keine Ahnung haben von der Mitarbeiterin, Führung, erstmal vom Auslesen der Bewertungen, der Dokumente, bis hin natürlich zum Gespräch, bis hin zur Qualifizierung, bis hin zum Einstellen, Einlernen, Schulen und Trainieren dieser Mitarbeiter. Da geht einfach so viel Geld gerade den Bach runter, was du für diese Mitarbeiter ausgibst. Sie bringen die aber eigentlich gar nichts, weil sie einfach nur abarbeiten. Und das kann man natürlich dann auch irgendwann in der Zeit verstehen, dass dieses Thema Mitarbeiter einfach zu Frust führt. Man weiß einfach nicht wirklich, was man tut. Man hat sich das einfach auch ein bisschen einfacher vorgestellt, Mitarbeiter zu suchen und zu finden und zu trainieren und sie richtig zu führen. Man kommt irgendwie nicht weiter. Also auch wenn man jetzt Mitarbeiter gefunden hat, man bleibt da irgendwie stecken, die Zahlen bleiben gleich, die schwanken sogar ganz im Gegenteil. Und die Mitarbeiter, wenn man dann sagt, okay, jetzt optimieren wir, machen das und das, wir verkaufen besser, wir machen jetzt, wir nehmen neue Behandlungsmethoden auf, wir nennen neue Produkte auf, wir machen da, also wir sind dann schon auch in der Optimierung. Trotzdem ziehen die Mitarbeiter nicht wirklich mit. Die wollen sich nicht ändern, die wollen nichts verändern, die wollen schon gar nicht sich ändern. Hm. Ja? Und das blockiert so ein bisschen dein Business und man steckt da so ein bisschen in so eine Endlosspirale fest und immer wieder hinter diesen Mitarbeitern hinterher sein muss. Natürlich, endlich hat man
mal jemanden gefunden und dann hängt man halt die ganze Zeit dran und muss die Leute belabern, dass die halt halbwegs einigermaßen ihren Job vernünftig tun und sie immer wieder motivieren. Und nach 2 Wochen, sind wir mal ehrlich, oder 3 Wochen lässt die Motivation auch wieder nach. Man bezahlt ihnen Schulungen, man bezahlt ihnen Weiterbildungen und trotzdem passiert einfach nichts. Und das sind auch viele unserer Kunden kamen zu uns mit diesem Problem, hey, meine Mitarbeiter, das funktioniert einfach nicht. Ich finde erstens mal gar keine Mitarbeiter, wenn ich welche gefunden habe, dann fühle ich mich eher sagt so ein bisschen verarscht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kam da einfach auch nichts und dann muss natürlich, das ist eine Sache, wenn du nicht weißt, wie du Mitarbeiter führst, dann hast du natürlich auch dieses Problem, dass die Mitarbeiter immer wieder abfallen. Und das muss man halt auch unseren Kunden, mussten wir das beibringen, wie sie Mitarbeiter richtig führen, damit diese konstante gute Leistungen bringen. Und das Ding ist auch noch das, viele denken, sie brauchen ja Mitarbeiter. Das ging auch für unsere Kunden so, ja. Die zu uns kamen, ja, ich brauche Mitarbeiter. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie ja gar keine Mitarbeiter brauchen, sondern dass die Unternehmensprozesse erstmal optimiert gehören, dass man erstmal skalieren muss im Detail und dann erst Mitarbeiter einstellen. Also viele haben auch einfach schon gedacht, sie bräuchten ab 5.000, ab 6.000, ab 8.000 Euro schon Mitarbeiter, ab 10.000 Euro. Und es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht sein muss. Nee, brauchst du gar nicht. Ist gar nicht notwendig. Nee, war also gar nicht notwendig. Wir merken es immer wieder, dass gerade im fünfstelligen Bereich viele das auch alleine können. Aber wenn dann natürlich bestimmte Unternehmensprozesse oder überhaupt die Basic schon nicht richtig läuft und dann du auch noch Mitarbeiter einstellst, das kann ja eigentlich nur eine Vollkatastrophe werden. Ne? Ja, ich meine, wenn du schon nicht kannst, dann werden es deine Mitarbeiter auch nicht lernen. Ist ganz klar. Ne? Woher sollen sie es denn lernen? Ja, und vor allen Dingen, wenn man auch zu viele Baustellen aufmacht, die vorher einfach nicht gelöst worden sind, dann kann das einfach nur in einem Chaos einfach enden. Ne? Ja, es wird einfach auf einen entgleisenden Zug noch ein Güterwaggon dran gehangen. Ja, und dann wird sich gewundert, warum das Ding irgendwie noch instabiler wird. Ist ja klar. Ja, das funktioniert einfach nicht. Wenn du selber schon keine Ahnung von Unternehmensprozessen hast und einfach nur denkst, ich nehme jeden, egal was, ich habe einfach mega viel Kunden, jetzt muss ich Mitarbeiter einstellen. Das ist genau das die falsche Herangehensweise, jemanden einzustellen, weil man zu viele Kunden hat. Das ist eben genau das Falsche, was man nicht machen sollte. Und viele stellen dort also zu früh ein, statt einfach die Prozesse zu optimieren, kommen natürlich dann in Schleudern, indem sie halt das Ganze in ein System reinskalieren, was ihnen entgleitet, dadurch, dass sie natürlich diese Macht über diese Mitarbeiter nicht mehr haben, weil sie ja selber erstmal ein System haben, was schon nicht skalierbar war. Und so entgleitet die Situation natürlich durch eine weitere Person, die eben auch nicht nach Prozessen arbeitet, sondern einfach arbeitet, wie es halt der Person gefällt. Ja, wie gerade das Gefühl so ist. Ne? Heute fühle ich mich gut, morgen fühle ich mich nicht so gut und so wird dann halt eben auch gehandelt. Ne? Ja, genau, und so wird dann gehandelt. Und vielleicht erkennst du dich auch in einem dieser Punkte wieder und möchtest auch eben ohne Kopfschmerzen deine Ziele endlich erreichen. Hast vielleicht auch Probleme am Markt, Mitarbeiter zu finden, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Hast vielleicht aber auch schon schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitern gemacht oder möchtest einfach wissen, wie du das richtig machst, damit du ohne Kopfschmerzen und ohne schlechte Erfahrungen durch diese Zeit kommst, dann kannst du, wie gesagt, ja, gerne mal dich auf unserer Webseite umschauen. Wir haben da eben auch ein kostenloses Erstgespräch, wo man sich kostenlos beraten lassen kann von einem unserer Experten. Ja, also bewirb dich da sehr gerne drauf. Wir haben einen YouTube-Kanal, Beauty Business Consulting. Ne? Genau. Und ja. Genau. Ansonsten, ihr wisst ja, jede Woche Dienstag kommt eine neue Podcast-Folge raus. Mittlerweile sind wir bei der 17. Also schau dich auch gerne um, was wir so machen. Wie gesagt, wie Anna-Franziska auch gesagt hat, wir haben einen sehr großen YouTube-Kanal mit über 150 Videos zu sehr, sehr vielen Business-Themen. Also auch da schau gerne vorbei. Ja. Und du findest übrigens auch nochmal alle Links in den Shownotes. Ja, ansonsten Webseite www.strebenhoffmann.de. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche mit dir mit einer neuen Podcast mit uns beiden. Ja. Bis dann. Bis dann.